Ja, im heutigen Video soll es darum gehen, wie man einen Router jetzt verbindet, was zu beachten ist und vor allem, welche Anschlüsse wo beim Router hingehören. Ihr seht hier jetzt mal einen üblichen Router von O2. Hier auf der Vorderseite seht ihr verschiedene Informationen. Also ihr könnt da zum Beispiel sehen, ob er eingeschaltet ist, ob zum Beispiel ihr einen PC, also über ein LAN-Kabel angeschlossen habt. Hier könnt ihr dann das WLAN an- und ausschalten. Dann gibt es noch weitere Infos zum Telefon und DSL. Und jetzt geht es ja um den Anschluss des Routers. Wenn man sich jetzt diesen Router mal von der Rückseite anschaut, seht ihr hier verschiedene Anschlüsse. Das sieht wahrscheinlich bei eurem Router ähnlich aus. Die Modelle können natürlich etwas abweichen. Hier auf der Rückseite ist natürlich zu beachten, da habt ihr einen Schalter in der Regel, wo ihr den Router ein- und anschalten könnt. Der sollte eigentlich immer hier auf On stehen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man zunächst den Router hier auch mit dem Stromnetz verbindet. Das ist hier unter Power. Da gibt es dann, ist in der Regel auch beim Router mit dabei, einen Stecker, den man hier einsteckt, dass der Router mit Strom versorgt ist. Und ihr seht, hier oben geht auch schon die grüne Lampe an. Zunächst mal ist wichtig, dass ihr den Router mit dem Netz verbindet, mit dem DSL. Hier gibt es auch einen kleinen Anschluss, der sieht so aus. Den müsst ihr zum einen natürlich dann mit eurer Buchse verbinden und dann hier mit dem kleinen Stecker hier in dem Router verbinden. Das ist dieser DSL-Anschluss, der natürlich ganz wichtig ist, wenn ihr hier ins Internet wollt. Und dann hat man natürlich noch weitere Möglichkeiten. Das nächste, was man tun kann, wenn man zum Beispiel seinen PC oder auch seinen Fernseher zum Beispiel über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbinden möchte, dann gibt es hier diese LAN-Anschlüsse. Ihr seht es hier, da steht es auch nochmal drauf, LAN 1 und LAN 2. Bei vielen Routern hat man hier viel mehr LAN-Anschlüsse. Ich habe jetzt leider nur zwei, also ich kann hier mit diesem Router jetzt nur zwei direkte Verbindungen mit dem Internet herstellen über einen LAN-Anschluss. Das ist zum einen eben hier einmal mein PC, den gebe ich hier rein. Rastet ein. Und dann habe ich noch meinen Fernseher, den ich ebenfalls hier mit dem LAN verbinden möchte. Der kommt dann hier rein. Das sind also somit schon mal die zwei LAN-Kabel belegt. Und jetzt kann es ja auch sein, dass der eine oder andere von euch noch ein Telefon angeschlossen hat, ein Festnetztelefon oder ein Schnurlostelefon. Und da gibt es dann in der Regel auch auf der Rückseite beim Router hier solche Symbole. Hier zum Beispiel seht ihr Leitung 1 und Leitung 2. Hier kann zum Beispiel dann ein Haupttelefon und ein Nebentelefon angeschlossen werden. Bei mir ist zum Beispiel das hier mein Haupttelefon, deswegen wird es hier eingesteckt. Und dann habe ich auch noch ein Telefon im Büro und das kommt dann hier auf die Nebenstelle, wird also hier reingetan. Und damit habt ihr eigentlich alle relevanten Anschlüsse hier korrekt angeschlossen und müsst natürlich dann entsprechend auch den Router noch konfigurieren. Das steht im Handbuch und somit könnt ihr dann auch die entsprechenden Leistungen des Routers nutzen, wie zum Beispiel Internet oder eben auch hier das Telefon. Ja, solltet ihr Fragen oder Anregungen zu dem Video haben, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch auch viel Erfolg beim Anschließen eures Routers.